wunderschönen guten Tag, ein fröhliches Hecki, 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 Pateng zu einem neuen Movie Mix. Tja, da sind wir wieder. Wird Zeit, dass ich mal wieder einen Movie Mix mache, denn es hat sich einiges angestaut und ich habe auch, ja, ausgesucht. Also ich zeige euch jetzt ungefähr die Hälfte von den Filmen, die ich mir geholt habe, weil sonst würde das einfach den Rahmen sprengen. Ich begrüße alle neuen Abonnenten. Und natürlich auch die alteingesessenen Abonnenten, du arrogantes Arschloch. Die danke David, den Weg hierher gefunden haben. Wir fangen an, gleich mit einem Smasher. Und zwar mit Nightcrawler. Nightcrawler war auf meiner Wunschliste natürlich ganz besonders wegen Jack Gyllenhaal, den ich sehr, sehr mag. Und ist wahrscheinlich, ja, eine Überraschung ist es nicht. Es ist der geilste Film, den ich in den letzten Monaten gesehen habe. Meine Erwartungen wurden total erfüllt. Worum geht's? In Nightcrawler, ja, arbeitet man so ein bisschen die amerikanischen Vorstellung von Pressefreiheit auf. Und ja, geht auf diese Gratwanderung ein, wann denn Entertainment und Meinungsbildung irgendwann sich so sehr überschneiden, dass es krank wird. Getragen wird der Film von einem brillanten Jack Gyllenhaal und er dauert 2 Stunden, ja, circa 2 Stunden, fühlt sich an wie 45 Minuten. Unheimlich geiles Tempo, schnelles Pacing, geht gut voran, ist nie langweilig, ist immer interessant, hat immer neue Facetten zu bieten. Also ganz ehrlich, ich war wirklich in einem Tunnel, als ich diesen Film geguckt habe. Ich kann jedem, der einen gut gemeinten linken Haken die Seele der amerikanischen Bevölkerung sehen möchte, diesen Film Nightcrawler nur empfehlen. Ich habe ihn auch wirklich direkt 2-mal nacheinander geschaut, weil er eben diese Wucht hat. Einziger Kritikpunkt, den ich habe, der liegt bei der Rolle von Jack selber. Die Rolle ist geil geschrieben, er spielt sie geil und das ist Meckern auf hohem Niveau, aber ich hätte gerne noch vielleicht hin und wieder gesehen, dass er Hürden zu überwinden hat, irgendwie Probleme hat, dass ich ein bisschen mehr noch mit ihm mitfiebern kann. Ich hatte nämlich den ganzen Film das Gefühl, er steht ohnehin über den Dingen und er wird es ja sowieso irgendwie schon schaffen. So ein bisschen Suspense hätte in dieser Richtung hätte der Film gebraucht, aber Suspense hat er in anderen Richtungen genug. Guckt euch Nightcrawler an, wirklich. Kann man eigentlich jedem empfehlen. Brauchst nicht mal einen Genre-Geschmack für. Dann machen wir weiter mit einem Film, der mich mehr oder minder enttäuscht hat. History of Violence. Ja, es ist ein alter Film. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen und habe ihn mir jetzt mal geholt, weil, ey, Cronenberg, da kannst du ja nun wirklich nichts falsch machen. Er hat mich auf einem Level enttäuscht. Es ist kein schlechter Film und das ist das Problem. Ich wüsste noch nicht mal, was ich dem Film groß vorwerfen sollte, um zu sagen, dass es ein schlechter Film ist. Er hat mich einfach in dem Sinne enttäuscht, dass er stinklangweilig ist. Zumindest für mich völlig subjektiv stinklangweilig. Ich spoilere euch das jetzt am besten nicht. Der Film hat drei Erzählstränge, die wirklich nacheinander abgehandelt werden. Und in 3 Erzählsträngen werden 3 Bösewichte etabliert, die, naja, zumindest so weit etabliert, dass man weiß, dass es die Bösewichte sind. Den richtigen Background haben sie nicht. Naja, und dann wird die Sache mit den Bösewichten halt so beendet, wie man sich das Ganze vorstellt. Und eben diese Struktur hat mich irgendwann angeödet. Ich dachte mir dann beim letzten Bösewicht, der war dann zum Glück der letzte, ja, schön, aber hoffentlich war es das denn jetzt auch. Ich kann dem Film technisch nichts vorwerfen, aber er hat mich ganz einfach nicht unterhalten. Und selbst als Kunstfilm, als Arthouse-Film würde ich ihn nicht betrachten, da er für mich, ja, zu sehr doch poppig ist. Ein ziemlich poppiger Film eigentlich. Naja, muss ja nicht jedem gefallen, sage ich mal. Wahrscheinlich gibt es jetzt viele unter euch, die sagen, ey, History of Violence, Klassiker schlechthin, hör mich öfter. Aber ne. Das nächste Machwerk ist Nolans neuester Streich. Und da ist es auch schon weg. Oh Mann, ey. Interstellar. Es gibt Leute, die mögen Interstellar nicht. Verstehe ich gar nicht. Weil ich sag mal, wenn du Interstellar und das, was es ist, nämlich ein teurer Hollywood-Blockbuster, nicht gut findest, dann weiß ich nicht, dann könntest du, glaube ich, auch aufhören, Hollywood-Blockbuster zu gucken. Wie auch schon Inception finde ich Interstellar von vielen unfassbar überinterpretiert, denn
Für mich ist Inception ein ziemlich geradliniger Film, der von A über B nach C führt und in dem alles wirklich Stück für Stück erklärt wird. Genauso ist es bei Interstellar. Worum geht's? Es geht um Weltraumreisen. Natürlich kommt der Name, naja, interstellare Reisen, halt durch Wurmlöcher und so weiter. Das ist auch kein Spoiler, das ist ziemlich klar eigentlich. Der Film hat auch einen Twist, der kommt aber wirklich mit einer Breitseite. Also wer den Twist nicht in den ersten 5 Minuten erahnt, der weiß ich auch nicht. Andererseits muss man doch sagen, der Twist ist es nicht, wovon der Film lebt. Das ist das Gute. Der Film lebt von seinen Bildern, von seiner Erzählweise. Er lebt davon, von meine Fresse, Matthew McConaughey und überhaupt allen anderen Darstellern, die für Hollywood-Verhältnisse, also für Blockbuster-Verhältnisse eine super Leistung abliefern. Ich fand den ersten Teil interessanter sogar als den interstellaren Teil, das, obwohl ich Science-Fiction eigentlich liebe. Hauptaugenmerk liegt hier in dem Film auch auf Science. Lange Rede, kurzer Sinn, unter den großen Blockbustern ist Interstellar der, den man geguckt haben sollte. Ich fand ihn verdammt gut, hab mich gut unterhalten. Und was will ich halt noch von einem Popcorn-Kinofilm erwarten? Nun ja, so viel dazu. Ich habe eigentlich auch gar nichts über den Film gerade gesagt, oder? Das ist eine Computermaus. Das ist eine Banane. War mal. Wir kommen zu einem Film, der mich kalt erwischt hat. Weil ich hätte nicht erwartet, dass ich einen Zombie-Film sehen werde, jemals in meinem Leben. Der mich aufgrund seiner herzergreifenden Geschichte über Freundschaft begeistert. Es war ein Griff ins Nichts, quasi ins Regal, und habe mir quasi geholt Ben & Mickey vs. The Dead. Völlig erwartungslos an diesen Independent-Film rangegangen, und das ist ja auch, und man sieht es dem Film auch an, das darf man nicht vergessen, aber auf eine unglaublich charmante Art und Weise, und charmant ist das Wort der Stunde. Er wird dem Arthouse-Film-Fan gefallen, denke ich mal, also. Und dem Zombie-Film-Fan vielleicht ein bisschen zu unblutig sein, aber wirklich, der hat mich erwischt. Der hat mich kalt erwischt und der ist einfach schön. Es ist ein schöner Film. Ein schöner Film über Freundschaft. Ben & Mickey vs. The Dead. Limited Uncut Edition Steelbook. Ich hasse Steelbooks eigentlich, aber gab nichts anderes. Die Scheißdinger rosten, ich sag's euch. Ist nichts für die Ewigkeit. Aber wie gesagt, wenn ihr Arthouse haben wollt, ein bisschen Zombies, viel Herz, viel Freundschaft und vor allen Dingen Ambitionen. Das ist ja das, was man bei Interstellar immer hört. Oh, was für ein ambitionierter Film. Weiß ich nicht, der so ambitioniert ist. Das Thema ist jetzt nicht unbedingt neu. Guckt euch Ben Mickey vs. The Dead an, verdammte Kacke. Goldstück, wirklich. Independent Empfehlung von mir. Bin begeistert. Ich bin sowas von begeistert. Wir machen weiter. Und ihr merkt, ich fasse mich kürzer als sonst, aber ich denke, es ist besser, oder? Wenn es ein bisschen kürzer ist alles. Ich muss so lang, 20 Minuten Videos. Guckt doch keiner. Ja. Ich hätte natürlich jetzt Interstellar und Nightcrawler am Schluss bringen müssen. Damit ihr bis zum Schluss dran bleibt. Aber solche Tricks mache ich hier nicht. Ja? Gibt's hier nicht. So, wir machen weiter mit Predestination. Dieser Fokus, ne? Predestination von den Machern von Daybreakers. Das ist ein Vampirfilm, den ich von der Idee her, von der Prämisse her, sehr geil fand. Der aber leider irgendwie, naja, auch ein bisschen boring war. Vom Autor von Starship Troopers, da war ich natürlich hellhörig, mit Ethan Hawke. Predestination, worum geht's? Der Titel ist leider sehr, sehr selbstverratend. Es ist ein Zeitreisefilm und mehr möchte ich auch nicht verraten. Es ist, im Gegensatz zu Daybreakers, hat dieser Film ein gewisses Tempo, ein cooles Pacing. Er macht Spaß, er geht runter, er hat immer wieder neue Showcases, bietet immer wieder neue Erfahrungen und neue Bilder. Er macht Spaß zu gucken, das hat der Daybreakers voraus. Was er halt auch hat, ist halt das Zeitreise-Paradoxon. Dadurch natürlich eine gewisse Logiklücke entsteht, aber das haben nun mal alle Zeitreisefilme. Können wir nicht ändern. Ich mag Zeitreisefilme und den mag ich. Den mag ich, denn es gibt ja auch scheiß Zeitreisefilme. Ja, das kannst du auch richtig verkacken. Looper. Der Twist und die Idee ist einzigartig. Und deswegen guckt euch Predestination an. Vielleicht irgendwo, weiß ich nicht, für 3,50 oder so im Netz.
irgendwo on demand. Ich kann dir den empfehlen. Wenn du Bock auf Zeitreisefilme hast, der geht. Doch. Doch. Kann man gucken. Und zum Schluss gibt es von mir noch ein bisschen Verbraucherschutz. Denn ich habe mir mittlerweile zum dritten Mal Night of the Living Dead geholt. Das erste Mal auf Video, VHS damals. Und das ist ja nur wirklich, also es wird Zeit, die Videosammlung abzustoßen. Ja. Dann dachte ich mir, holst du die auf Blu-ray? Hab mir über Amazon bestellt. Und auf diesem Bestelldings da, Bumster, gab es gewisse Hinweise, die fehlten. Dazu komme ich gleich. Jetzt habe ich mir Night of the Living Dead in diesem schönen DVD-Dingens geholt. Da ist ein Booklet mit bei, ein paar Extras. Die DVD fehlt. Was man so hat. Nein, die ist in der PlayStation drin. Wenn ihr irgendwie den nachkaufen wollt, ich kann das Ding hier wirklich empfehlen. Da ist viel Hintergrund dabei und das Schöne ist, es ist auch 16:9. Ich hasse 4:3. Tut mir leid, vielleicht ist der Film mit 4:3 gedreht, aber ich kann es nicht mehr sehen. 16:9 Format und ganz wichtig, schöner Ton auch. Und zum Ton komme ich jetzt, denn das ist das dritte Mal, dass ich ihn mir geholt habe. Das zweite Mal, also als ich quasi meine Video weghaben wollte und eine Blu-ray haben wollte, habe ich mir das Ding geholt. Bei Amazon. Guckt es euch genau an, wenn ihr das seht. Da stand bei mir nicht, dass diese Blu-ray keine englische Tonspur hat. Wer kommt denn auf die bescheuerte Idee, einen Film rauszubringen in Deutschland, einen US-Film, ohne englische Tonspur? Seid ihr behindert oder was? Das stand nicht da. Habe ich mir für 9 Euro einen Film mit 4:3, wirklich, einen Film mit 4:3 mit einer deutschen Tonspur von 1976, oder wann kam der Film raus? Entschuldigt bitte, das ist doch noch in der 60er muss der Film rausgekommen sein. Da mache ich mich aber jetzt zum Klops hier, oder? Scheiß drauf, ihr könnt euch vorstellen, wie die deutsche Tonspur aus der Zeit ist. Und da gibt es nicht mal das englische Original. Es ist doch wirklich in der deutschen Tonspur, ist alles von, egal, das Ding ist ein Haufen Kacke. Wer Bock auf die Nacht der lebenden Toten hat, von George R. Romero, den Zombie-Film schlechthin, der die ganze Scheiße gestartet hat. Nee. In diesem Sinne, Freunde, ich trinke jetzt noch meinen Kaffee aus und räume das da hinten weg. Haut rein. Feedback gibt's nächstes Mal. Versprochen. So, jetzt aber.